Oh, shit, die. Na gut, die haben ja hier ihre Dinger da. Die haben uns noch nicht angegriffen. Wir konnten uns ausruhen, das war das Einzige. Also die halten hier dran fest wie sonst was. Also das wird jetzt echt lästig langsam. Und wir konnten uns nicht einmal ausruhen. Aber dafür wird es wahrscheinlich die dritte Armee sein, die wir zerschlagen werden, ne? Ich meine, die warten jetzt. Okay. Vielleicht warten wir noch auf Unterstützung. Wir sollten auch auf Unterstützung... Naja, nicht warten, aber wir sollten sie holen. Und es ist egal, wo die sind. Ich brauche jeden Einzelnen. Nehmen wir noch ein bisschen Zeit. Also, wir sind halt hoffnungslos unterlegen, so, ne? Wir machen folgendes. Wir gehen. Und gucken, dass wir... Oh nein. Die folgen uns gerade. Die wollen uns ganz, 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 ganz dringend. Und jetzt wollen wir sie ganz, 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 ganz dringend. Also jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir knüppeln die jetzt weg... Scheiße, ja, die Motivation ist weg. Alter, kommt gleich noch eine Armee. Also, die wollen Waschek definitiv halten. Was haben sie denn an Waschek? Also gut, zwei Armeen erobern gerade Tomund, Festung Uteldam und Zenon. Also, das ist auch nicht schlecht. Nur, ich würde gern Waschek haben wollen. Wir machen das mal so. Wir lösen die Armee auf. Ich meine, wir haben ja genug Punkte. Und holen sie gleich wieder dazu. Haben wir wieder volle Power und können die wegknüppeln. Hoffentlich. Klammer zu, Klammer auf, whatever. Also, da kommen auch nochmal fette Leute dazu. In der Hoffnung, dass wir die jetzt wegknüppelinski werden. Also die eine Truppe können wir hier wegknüppelinski. Ja gut, die haben jetzt schon wieder 900. Das ist immer so ein Hin und Her. Mal 900, mal dies, mal jenes. Also irgendwie müssen wir die vertreiben. Das hilft jetzt nichts mehr. Die einen ziehen sich zurück. Das ist schön und gut. Aber ja. Auch nicht mehr. Okay, die wollen uns jetzt. Wir müssen uns ein Stück zurückziehen noch. Und jetzt hauen wir drauf. Wir sind fett genug, um die wegzuknüppeln jetzt. 1100. Nächste Schlacht, ich fass es nicht. Offenes Feld ist unser. Relativ viel Kavallerie. Wir holen uns die hohe Position. Wir versuchen uns die hohe Position zu holen. Die klettern da hinter dem Berg, habe ich das Gefühl. Ich würde vorschlagen. Wir werden irgendwann mal merken, dass es nicht mehr klappt. Wenn unsere Footmen da vorne sind. Was? Kommt ihr bitte wieder mit? Meine Güte. Und meine Reiter, ja. Soldiers! Square Formation! Macht einfach ein Square. Bleibt einfach stehen. Unsere Leute haben eine arschvoll Reichweite. Und wir versuchen da mal ein bisschen Ärger zu machen. Wir versuchen die Reiter mal auseinanderzunehmen. Der Reiter dreht ab. Da
Das ist nicht lustig. Das ist auch nicht. Nur ja. Hallo. Danke. Oh, du hast Glück gehabt, Kumpel. Ah, guck mal, den da. Bam! Junge! Das hat wehgetan, würde ich sagen. Also irgendwann werden sie kopflos, ne? Das ist halt immer der Punkt. Oh, da vorne, der da. Wieder? Nein. Jo. Eine weg. Wenn wir einfach immer wieder die Reiter angreifen, dann werden wir es auch schaffen, glaube ich. Da. Ich treffe. Oh. Hallo. Treffer. Ich hause aus schlimmstenfalls weg. Nee, komm mal her. Du bist mir hier aber flotti unterwegs. Ciao. Sehr schön. Maschinen die gerade auf uns zu? Nö, ne? Doch, ich glaube, die sind verwirrt. Da vorne läuft noch jemand. Immer schön das Ding oben halten und wegknüppeln. Da, komm mal. Ich glaube, dein Pferd ist weg. Immer drauf. Ach, guck mal. Die Person rennt weg. Da, ach nee, das war ein Katafraktreiter. Schön, dass der auch die auf neue Pferde kommen. Also neue Pferde. Amalgun, komm her! Ich will dein Leben! Ja, da kommen meine Reiter. Ich glaube, das wird nicht so lustig. Ich glaube, das war auch nicht lustig gemeint, ne? So. Irgendwann haben wir alle. Da, guck mal, da rennt einer. Au, der war knapp. Ihr dürft! Was ist das für einer? Ein sturgischer Reiter. Hallo? Auch mal drauf, Alter. Jetzt, Eidenor. Das war kein sturgischer Reiter. Oh, fuck, Alter. Jetzt schießen die aber auf uns. Jetzt haben die aber Bock. Ciao. Ein Spross ist weg. Ein Spross ist entsprungen. Oder ist tot. Leute. Hof! Ihr könnt alle. Get off your horses! Mount horses! Mount horses! Bitte danke. Das sollten wir alle gemeinsam schaffen. Mount horses! Jetzt laufen sie auf uns zu. Wir haben nämlich die Bosse getötet. Moin! Was glaubst du denn, Alter? Erstmal volle Kanüle hier. Oh Gott. Ich glaube, wir haben einen. Da ist noch einer. Ah, es war nur ein botanischer Reiter. Die sterben wie die Fliegen. Wir fallen einfach hinten ein. Das wird nicht allzu überraschend werden. Und jetzt reiten wir einmal hier rüber. Ich glaube, ihr werdet euch verziehen wollen. Wenn wir mit euch fertig sind. Übrigens, nennt mich mal wieder Gillette Abdi. Alter, ich fühle mich jetzt gerade echt wie die Hochreiter. Aua, das hat er. Da habe ich jemanden gedamaged. Da habe ich auch einen. Aber da war, habe ich so von seinem Beinchen gehauen. Oh, hallo. Da habe ich noch einen Kollegen getroffen. Ja, und unsere Leute stehen halt da.
und werden da auch weiter stehen bleiben. Ein bartanischer Verschworener ist down. Och, Mano. Komm her. Den will ich holen. Och, Mann, der ist nochmal abgedreht hier, hör mal. Das ist jetzt ganz lustig für uns eigentlich. Ja, die schießen aber runter, solange es geht. Also, macht uns halt nichts, ne? Aua. Die wissen, glaube ich, auch nicht, was sie machen sollen. Tja, und jetzt? Wow, hey, Mate. Ich meine, wir lassen sie einfach mal laufen. Es ist halt lustig, wenn man sieht, wie wir hier... Oh, die haben noch einen Helden. Ich meine, die könnten locker, wenn sie wollen, einen Meter vorgehen noch. Wenn ich nur wüsste, wo deren... Chefs sind. Den wir noch einen oder anderen. Oh, hi. Na gut. Jetzt hauen sie wieder ab. Hör mal. Macht doch alles keinen Spaß mit euch. Was wollten die jetzt damit erreichen eigentlich? Pferd ist unten, Kumpel. Und wir stehen beide dann wieder eins. Wir reiten halt einfach so lange über deren Gassen, bis die weg sind. Ist das wieder ein Wechsel? Hallo! Au, da habe ich jemanden getroffen, die mich wahrscheinlich anführt. Und wir hauen einfach so lange drauf, bis alle weg sind. Oh ja. Oh, da ist jemand drunter gefallen vom Pferd. Das ist nicht schön. Oh, dein Pferd ist tot, Kumpel. Oh, der auch fast. Komm mal her, Junge. Ah, schade. Leute, kommt mal mit. Wir gehen mal darüber. Ja, folgt mir. Danke. Was hatten wir da hinten? Hm. Die haben wohl Schiss. Infanterie! Heraus! Infanterie! Bowman! Soldaten! Sehen wir uns ganz easy wieder zurück. Ist alles kein Problem. Dann warten wir halt so lange. Jetzt rennen sie gleich wieder vor und die werden zu nah an ihrem Bogenschützen. Die werden unserem Bogenschützen wehtun. Glaub mir, das werden wir. Gut, jetzt haben wir eine Pattsituation, Leute. Wir haben den am meisten weggeknüppelt. Footman, hear me! Forward! Wir schießen aber nicht, ne? Ja, das wäre aber nicht schlecht, Leute. Infanterie! Lass mal unsere Infanterie da hoch. Oh, Mesui ist abgeschnitzelt worden. Infanterie! Oh, die treffen noch immer. Das ist nicht gut. Die haben irgendwas, was uns richtig noch erwischt. Okay, jetzt verschieben die sich. Okay, wir versuchen, über links zu gehen. Wir versuchen, denen mal richtig weh zu tun.
verschieben sich wieder. Oh ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Shit. Hat sich einer von uns verabschiedet. Ich hole ich mir. Je weniger Reiter, desto besser für uns. Jo, haut drauf. Dafür sind wir da. Nein. Der ist weg. Da vorne sind noch Reiter. Ach komm. Okay. Die haben Bock. Wir drehen. Na, dass wir die irgendwie bisschen mal ärgern. Wir drehen ab, alles gut. Ist nichts passiert. Wir nehmen unsere Schwerter hoch. So, da habe ich einen umgehauen. Wenn wir die umkreisen die ganze Zeit, das kann natürlich... Die haben noch ein paar Leute in, da unten. Die mir tierisch auf den Keks gehen. Na, komm. Oh ja, weg hier. Okay, wir haben uns mal geopfert, aber das hat uns nicht so viel gebracht gerade. Vielleicht wollen sie jetzt angreifen, weil sie Angst haben. Vor was denn? Shield forward! Soldas! Schildwall. Soldas! Wir versuchen es mal mit dem Schildwall vielleicht. Da kommt einer angeritten, warte mal. Nicht mit mir, Kumpel. Infantry! Move! Und wir rücken ordentlich vor. Forward! Es könnte klappen. Man. Wir rücken einfach so lange vor, bis wir ganz nah sind. Riders! Infantry! Da ist teilweise auch Infanterie dabei. Warum? Volle Verwirrung. Einmal volle Verwirrung. Ah, schwere Lanzenreiter draufgegangen. Ja, die wollen sich den Vorteil holen, ne? Ist aber vollkommen okay. Solange unser Wall da weiter marschiert. Nur noch ein Kavallerist, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Können die schießen? Bowman! Können sie doch mal nicht. Oh ja, sie kommen. Jetzt squaren. Jetzt können wir sie umschließen und einfach mal niederknüppeln. Steckt sogar ab dafür. Ich hau sogar selbst da drauf, Alter. Was ist los mit euch? Immer wieder auf die 12. Ich würde mal sagen, der Spaß ist vorbei. Noch einer weg. Lass meinen Reiter in Ruhe. Du kleiner Stinger. Oh, Reiter kommen. Meine Reiter kommen. Tot.
Hoppala. Das war der falsche Knopf. Wir versuchen hier die volle Verzweiflung. Wo sind meine Leute? Okay. Wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch. Lasst die Bogenschützen schießen. Danke. Los. Oben hin. Ihr, folgt mir. Folg, 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 folg. Wir ziehen uns zurück. Schulter nach vorne. Und jetzt. Immer feste drauf. Bis einer weint. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute auf einmal platt gemacht. Oh, jetzt wurde ich aber auch mal getroffen. Wie viele habe ich jetzt eigentlich platt gemacht, Alter? Ich stand da ja vorne und habe, keine Ahnung, die ganze Zeit batz, 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 batz gemacht. Utos-Gruppe. Ja, wir haben die. Wir haben die gut geschlagen gerade. Wo sind denn meine Leute? Da. 8 Leute. Ich habe 70 Leute niedergeknüppelt. 70 Leute! Alter. Ihr seid mein Gefangener. Ihr seid mein Gefangener. Na gut, das könnt ihr jetzt aber auch nicht gebrauchen. Abfahrt. Brauchen wir nicht. Geht nicht. Wir haben nicht den Platz gerade dazu. Wir haben auch immer 400 Verletzte. Wir müssen gucken, wie wir hier... Wisst ihr was? Ich überlege jetzt Folgendes. Wir könnten uns jetzt Vashek holen. Es wäre eigentlich ein Move, der wäre schon assi. Aber der würde uns gut tun. Wir holen uns Vashek, komm. So. Belagere die Stadt. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein, die Stadt zu belagern. An dem Moment. Stopp. Wir müssen mal langsam machen. Ich brauche Onager. Ja, die bauen die Onager so schnell. So. Wir müssen versuchen, die seine Onager platt zu machen. Wir verlieren ein bisschen Gold, das ist aber okay. Oh ja. Wer hat das Krieger klar? Kusait. Rebellen von Akalat. Ja, ja klar. Muss ja irgendwann passieren. Okay, wir könnten Glück haben. Wir müssen eh ausruhen, das hat so nämlich keinen Sinn gerade. Die haben gut was aufgebaut, das merkt man. Oh fuck, wir müssen angreifen oder... Hm. Die ersten werden gleich gehen. Ja, genau jetzt. Ich kann das alleine nicht halten, aber ich kann die Leute zurückholen, das ist nicht das Problem. Aber wir müssen halt echt gucken, dass wir hier das jetzt langsam mal holen, ne? Okay, wir schießen da nochmal drauf. Also wir könnten es schaffen, aber naja, komm. Okay. Dann holen wir uns Trieböcke. Und mit den Trieböcken versuchen wir die... größtenteils wegzuschießen gleich. Alter, die Truppe hat noch nicht mit 200 erreicht. Okay, hier immer so einzelne, die sich hier verbessern. So. Hier.
Bär. Hochgeborene. Ah, da kommt mal ein bisschen mehr Infanterie rein. Wie viel können wir denn noch nehmen? Locker noch ein paar. Wie gesagt, schade, dass ich die nicht in Schwellen einfach rekrutieren kann. Dass ich nicht sagen kann, nimm alle. So grundlegend. Das wäre doch viel besser, aber naja, gut. Man wünscht sich immer so vieles. Okay, die Gruppen sind schon recht hoch, würde ich jetzt sagen, die wir rekrutieren können. Also so eine Schlacht, die würde ich jetzt doch nicht mehr scheuen. Zumal wir bekommen halt immer mehr Leute dazu. Ah, ich hoffe nur nicht, dass wir Leute entlassen müssen gleich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. Noch lange nicht. Also von daher alles Taco. Ja, mal schauen, vielleicht schaffen die ja. Vielleicht schafft er das ja. Ich meine, der trifft auch nicht immer, aber. Oh, ich glaube, wir haben die. Wir haben die Hoheit. Oh ja, wir haben es sogar gepackt, gerade die Hoheit zu haben. Und die jetzt einfach zu zerschießen hier. Okay, das ist natürlich gut. Währenddessen, wie gesagt, wir erholen uns. Batz, 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 da ist was weg. Okay, die Mauern sind kaputt. Wir haben 4 Trieböcke, wir haben alles, was wir brauchen. Wir führen den Angriff an. Gut, jetzt habe ich den Rest nicht reingeholt und nicht aufgebessert, aber ist jetzt auch egal. Also, ich hoffe mal, es ist so, wie ich glaube. Angriff beginnen. Wie sieht's denn aus? Wir haben ja was zerschossen. Ja, wir können aber reinmarschieren. Abfahrt. Also, natürlich gehe ich gleich mit rein. Das ist ja easy peasy für uns jetzt. Na komm. Einmal durch die kleine Mauer drücken. Die Leute niedermetzeln. Scheiß drauf, hier holen wir uns. Jeden einzelnen. Haupttor ist offen. Wo sind die denn jetzt? Oh, da hinten irgendwo. Gut, wir warten ab. Kann's auch, ja. Gut, ich würde mal sagen, aua, 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 aua. Wir haben Warsteck einfach mal auseinandergenommen. Aua, 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 aua. Wir sollten mal gucken, direkt wenn wir in die Stadt kommen, dass wir die Stadtmauern reparieren, weil die sind vielleicht dann auch nicht repariert und das kann... Ne? Das kann auch wehtun. Sagen wir es mal so. Wo ist denn der Rest? Stecken die sich da hinten? Ist ja madig. Oh, moin. Ich durfte auch noch mal zuhauen, Mutti. Da ist noch einer weg. Mein schwingendes Schwert wird euch zum Schweigen bringen. Gut, der war es weg. Das ist intensiv, wir haben 3 Verletzten. 30 Tote, das ist okay. Das war jetzt am Ende nicht mehr schwer. Das muss man halt auch ehrlich zugeben. Okay. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwas sich wieder verändert hat zum negativen Stadtverwalten. Befestigung, Forum, ist doch alles gut. Weißt du was? Wir ballern hier einfach mal $10.000 rein. Zur Sicherheit. Okay, wo gibt's jetzt Stress? So, Warschek war das nächste. Die 3 waren noch wichtig. Seonon wurde nicht erobert. Da hinten ist irgendwas passiert. Akalat. Die haben sich abgetrennt. Ich löse meine Armee auf. Die ist sowieso schon gebeutelt genug. Also das ist... Ihr seht schon den nächsten Plan. Aber wir müssen jetzt erstmal hier tätig werden. Okay. Ich würde gerne da hoch. Oh, wir haben fast kein Essen mehr. Oh fuck, wir müssen uns jetzt erstmal Essen besorgen. Oh, das könnte sonst in die
Hose gehen. So, noch ein Söldner. Katafakt, Reiter, botanische Helden. Dies, das, Ananas. Ach, ich hab jetzt die Reiter gemacht. Der hier, der hier, der hier, der hier. Oh ja. Wie viel können wir noch nehmen? Sondern also, sind 400, 500, fast 600, also sagen wir mal 600. Okay, passt. Passt noch einiges rein. Wir haben so viele, haben wir ja gar nicht mehr. Ich glaube, das werden auch alle sein. Kann das sein? So. Ja, außer zwei. Die, die wir gerade dazu bekommen haben. Ah ja, Waschek. Wieder ein Achios zurück. Viel Spaß. Sollte laufen. So, ich würde mich gerne dann hier positionieren. Okay, wir müssen mal gucken. Was sagt denn jetzt unsere Diplomatie mit Batanien? 5 zu 5! Aber warte mal, wie viele Truppen haben wir denn eigentlich weggeluxt? Na gut, 20.000 gegen 14.000, das ist schon ein Riesenunterschied, das muss man schon sagen. Was haben die denn uns noch weggeluxt? Oder haben wir eigentlich alles wieder gegen südliches Kaiserreich? Das ist so eine Last. Also wir könnten heute das erste Mal tatsächlich die zwei, oder halt beim nächsten Mal, je nachdem, die zwei Burgen erobern. Dann hätten wir nämlich nur noch zwei Streitpunkte immer, bis die hier rüberkommen. Ansonsten könnten sie noch hier rüberkommen, aber wenn wir Gerzegos noch haben, dann ist vorbei. Das wäre halt sehr fair. Ach, wir haben hier das Jalmaris, haben wir verloren an die südlichen. Also dann haben wir einen schönen Trennbereich. Also was mich halt ein bisschen ärgert, ist halt, wie gesagt, dass die hier halt hinten so viel haben. Also das Schlimmste wird hier oben sein und hier, also das hier, das wird so der schlimmste Bereich werden. Aber hier, also das ist die drei. Die passen sehr gut. Die 5. Dann hätten wir den super viel Leben weggenommen. Wie stark sind eigentlich jetzt die, das südliche? Ja, die sind auch noch stark. Die haben gegen... Ah, die haben aber nur... Gegen Aserei haben sie Krieg, okay. Die armen Aserei, ey. Wie sieht's mit Kusait aus? Ja, die können noch Epikroteas rebellen. Wo sind Epi... Ich runzel gerade die Stirn. Okay. Achso, ja stimmt, da war ja mal was. Die haben Frieden, Bruderschaft des Waldes, haben so einen Krieg. Die Kusait werden wahrscheinlich die sein, die wir am krassesten schwächen können. Die heftigsten sind... Also, ich schätze noch immer, die heftigsten sind die Batanier. Die haben wir halt jetzt einfach nur gut niedergemetzelt. Okay, also ich würde zugeben, ich meine, hier haben wir gerade, was ist das? Wahrscheinlich Rekrutierungsstau oder so, keine Ahnung. Also das Beste wäre, wenn wir jetzt Flint Tolk holen und dann Ute Leim, also das gute Leim, was daherkommt. Und dann hätten wir auch diesen Bereich schon abgedeckt. Das Schwierigste wird dann natürlich, also eigentlich, wenn wir die beiden haben, müssten wir uns hier hoch bewegen. Wir müssten Seonon holen, Festung Remtol, Marunat, Dungails. Ne, wobei eigentlich, wenn wir Marunat haben, dann kann uns eigentlich alles andere dann erstmal egal sein, denn die kommen ja hier nicht rüber, die kommen auch hier nicht rüber, ne? Hier ist eine Gebirgskette. Genau,
Also das heißt, die können nur gegen Marunat kämpfen oder gegen Flintholk. Das wäre eigentlich unser, also das wäre logisch, dass sie dagegen kämpfen. Natürlich können sie gegen anderes auch noch erobern, aber das wäre logisch. Dann hätten wir quasi hier diesen Pass fertig. Wenn wir noch die Festung hier haben, dann schneiden wir denen langsam alle Verstärkungen ab. Also wenn wir dann noch die drei am Ende haben, dann haben wir die separiert hier. Die sind noch nicht separiert dann, aber die sind so einigermaßen separiert. Von im Grunde genommen alles, was hier oben ist. Wenn wir denen noch den Pass zumachen, dann haben wir tatsächlich die komplett abgeschnitten. Also diesen Teil abgeschnitten von diesem Teil und dann, wenn man etwas gespalten hat, sollte es einfacher gehen. Gerade wenn sie quasi wieder respawnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn die Leute freigelassen werden, dann sind sie entweder hier oder da, aber die kommen nicht mehr auf einem Fleck an. Das ist ja der Vorteil, wenn man auch selber tatsächlich seine Truppen in einem Bereich, nehmen wir mal beispielsweise, wenn, ich zeig euch das mal, wenn Leute jetzt von mir hier hinten, sagen wir mal, Danustica Vostrum spawnen würden. Danustica und Vostrum. Vostrum geht sogar noch, aber Danustica ist ein bisschen schwierig. Weil hier ist eine Festung, hier ist eine Festung, hier ist eine Festung. Würde Onyra jetzt noch nicht mal uns gehören, dann wäre Danustica scheiße zum Spawnen. Und das wäre wahrscheinlich auch das Erste, was über, ja, angegriffen wird. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Warum bewegst du dich, Diggi? Bleib einfach stehen. Ah nee, das... Oh, Tamu ist tatsächlich von denen, okay. Also, oder keine Ahnung, würden wir hier ein Gebiet haben, wo wir spawnen können, oder hier Rothair. Natürlich ist Epikrotean oder Chaos jetzt nicht so weit. Oder hier, das ist ein gutes Beispiel. Die sind komplett abgeschnitten. Spawnst du hier, bist du am Arsch. Wenn du Krieg gegen südliches Kaiserreich hast, ne? Und das gleiche hätten wir hier, wenn wir nämlich diesen ganzen Bereich hätten, dann könnten die nicht mehr weg, außer hier rüber. Und das dauert aber. Und das ist der Vorteil dann. Also die haben längere Wege. Also sie könnten hier rüber, das wäre so das Einzige, was die wirklich machen könnten. Aber die Wege sind immer weiter. Und das würde uns in die Hände spielen. Deswegen können wir uns ja mal einfach mal so... Beweg dich bitte nicht, danke. Können wir uns einfach mal auch so merken, dass wir quasi versuchen, bis auf Gersegos, uns jetzt hier vorzuarbeiten. Und wenn wir das alles haben, dann haben wir denen alles abgeschnitten. Die können von hier aus nicht einfallen. Die müssten über Marunat oder da gehen oder Gersegos halt hier so. Aber grundlegend hätten wir die dann erstmal zurückgedrängt. Gut. Soweit der Plan. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ist nur in meiner Logik so. Wir müssen schauen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.